So wie ich Chicha jetzt diese Woche erlebt habe, konnte er auch die letzten Tage dann voll im Mannschaftstraining mittrainieren und befindet sich, glaube ich, im guten Zustand. Deshalb gehe ich davon aus, dass er morgen einsatzfähig ist. Deshalb mache ich mir da eigentlich im Moment keine Gedanken drüber, sondern eigentlich nur über das Spiel morgen gegen HSV. Also da liegt der komplette Fokus von uns drauf und wir werden sowieso so halten, dass wir jedes einzelne Spiel für sich letztendlich betrachten und jetzt nicht zu weit nach vorne gucken. Und dafür sind die Spiele zu schwierig und auch zu wichtig. Es ist ja jetzt erst heute 8 Tage her, die Operation. Und ich denke, da ist einfach das Zeitfenster nicht lang genug gewesen. Bei Lars Bender ist so, der hat diese Woche voll trainiert, wirkt total fit und spritzig und völlig frei in seinen Bewegungsabläufen. Der ist auf jeden Fall morgen dabei. Er wird natürlich sehr, sehr, sehr schnell auf den Platz kommen. Das steht sicherlich fest. Er wird in den nächsten 3 Wochen seine Spiele auch machen. Beide Seiten waren sich einig, dass man eben halt den Weg zusammen weitergehen will. Und Admir hat den Kampf angenommen. Das hat man vom ersten Tag der Vorbereitung gemerkt, als er zurückgekommen ist. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit seiner Leistung und freue mich jetzt auf das, was da kommt.